Yo Leute, was geht? Es ist wieder angesagt hier MW3. Der Modus Abschuss bestätigt, 27.19 die Endkd und wir spielen die ACR erweitertes Magazin mit Treffer und die Perks sind natürlich Fingerfertigkeit pur, Hardliner pur und Stalker pur. Ja, ich hatte mal wieder Lust hier ein MW3 Commentary rauszuhauen, also kein Live Commentary, sondern halt ein Gameplay, ne? Wurde auch mal wieder Zeit, man sieht ja gerade nur Need for Speed auf meinem Kanal und alles mögliche. Also der Kev-Let's Player chillt hier auch gerade neben mir und so, aber er kann halt leider nicht mit kommentieren. Hier schön weggeholt, den egal, er kann leider nicht mit kommentieren. Noch kein zweites Headset, USB-Headset bräuchten wir, haben wir noch nicht, müssen wir uns die Tage halt besorgen oder er, keine Ahnung, wie auch immer. Und der hat erstmal irgendwie Slender Salit Salutorium irgendwas gezockt und ich muss sagen, es war extrem lustig. Also ich habe mich auch an einigen Stellen erschrocken, aber auch ziemlich weggelacht dann im Hintergrund. Muss man sagen, müsst ihr unbedingt mal reinschauen, der nicht der Link. Der Kanal ist wie immer auf meinem Kanal, ne? Wischt da Kev Let's Play und so. Wischt da reinschauen, ist recht cool. Ja, was gibt's zu sagen zu diesem Commentary? Die haben mich ordentlich auseinandergenommen. Irgendwie, man sieht, also 27.19 ist jetzt irgendwie keine Höchstleistung, aber ja, da schön am Fail-Aim, trotzdem hat er mich nicht bekommen, der Lappen. Totenstille pur auch dabei, so muss das, Ninja und so. Ja, keine Ahnung, wie viel der Typ schluckt, ey, aber er hat mich bekommen. Oh, habe ich noch irgendwas zu sagen zu den Waffen oder irgendwas anderes? Ne, glaub nicht. Ja, schön weggeholt, den Doppelabschuss da. Boah, ich habe ja gesagt, ich will wahrscheinlich auch auf Konsole wechseln. Und wenn ich so auf Konsole spiele, wie ich hier gerade eigentlich spiele, also ich finde, ich spiele gerade ziemlich gut, dann bin ich auf jeden Fall gut dabei. Boah, irgendein Thema hatte ich noch, aber ich weiß nicht. Also für Leute, die halt kein Need for Speed gucken, wir sind jetzt, also ich bin hier gerade quasi in der Vorproduktion, weil ab dem 1. halt Praktikum und so. Und dann, ja, ich sag mal, immer weniger Zeit aufzunehmen. Ich weiß nicht, wann ich dann zu Hause sein werde im Durchschnitt. Und deswegen sind wir jetzt hier in der Vorproduktion. Also der Kev auch. Und was wollte ich eigentlich sagen? Also wie gesagt, Vorproduktion und das ist halt immer schwierig dann nach der Arbeit noch aufzunehmen, weil man erst so spät zu Hause ist und dann muss man es noch rendern und hochladen, das ist halt so eine Qual. Und das war ein Fail Messer whatever, ne? Der hat es aber nicht mitbekommen, da ich auf ihn geschossen habe. Habe ich ihn weggeholt. Und deswegen nehmen wir jetzt halt im Vorwurf auf. Ich muss jetzt glaube ich noch 5 Need for Speed machen. Da habe ich erstmal MW3 hier vorgeschoben, hatte ich gerade ziemlich viel, ja ich sag mal mehr Lust dazu. Und ja, was ein schöner Fail-Aim übrigens. Alter, das ist OMG, habe ich da auch geschrieben. Trotzdem habe ich meinen Kill bekommen. Jedenfalls, ja, Need for Speed. Also, ich weiß nicht, das Let's Play zieht sich länger, als ich erwartet habe. Ich dachte, es gibt viel weniger Sponsoren. Also Sponsorenverträge, man muss ja so und so viele Sponsorenverträge erfüllen, damit man halt dieses Spiel durchspielen kann. Und ich habe ja auch gesagt, ich mache alle Rennen und dies und das, aber das ist ja eigentlich jetzt gerade unwichtig. Was nach den 3 Wochen, also ist ja ein 3-wöchiges Praktikum, danach habe ich 2 Wochen Ferien, endlich, ja. Und dann wird auch hier auf jeden Fall ein kleines Special-Video kommen. So viel kann ich schon mal sagen. Was es ist, werde ich jetzt noch nicht verraten. Also, ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Es wird sehr viel Arbeit. Ja, sehr viel Arbeit kosten. Das steht schon mal fest. Und ich denke mal, ich werde da noch einige Hilfe brauchen in Sachen Effekte und so weiter. Aber da habe ich schon meine Leute, denke ich mal. Und ja. Ich weiß jetzt schon wieder nicht, wann dieses Commentary vorbei ist. Ich glaube, ich habe mir da so was Kleines eingeprägt, wann es ungefähr vorbei ist. Aber ja, ich weiß nicht, ich lasse in den letzten Tagen in MW3 schon wieder ziemlich nach. Das Spiel ist sowieso nicht so mein Lieblingsspiel, wegen den Spawns und alles mögliche, vielleicht kennt ihr das ja. Ich glaube, da bin ich nicht so der Einzige und naja. Ich habe auch wenig Zeit eigentlich, um noch irgendwie Call of Duty zu spielen. Immer kommt da irgendwie Schule dazwischen oder aufnehmen oder alles mögliche halt, Real Life, ja, sowas besitze ich auch, meine Freunde. Und naja,
Aber wie ihr seht, ich finde halt noch manchmal die Zeit, um zu spielen und dann hier versuchen, ein Commentary rauszubringen. Hier schöner Volltreffer. Hat er geschluckt, ja. Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade noch so erzählen möchte. Also es ist wie gesagt eine Spontanaufnahme. Ich habe ja nie so wirklich Gesprächsthemen für Leute, die bei mir schon länger zuschauen. Ich habe ja nie so wirklich Gesprächsthemen und deswegen, ich lasse mich da so, ich sag mal, spontan inspirieren, was man denn gerade so erzählen könnte. Deswegen sind meine Erzählungen auch nicht immer sehr aufregend. Da kommen sie gleich zu dritt, habe ich gar keine Zeit. Gar keine Chance, die wegzuholen. Vielleicht hätte ich noch einen erwischen können, mit viel Glück noch einen zweiten, aber naja, gut. Da habe ich die Semtex hingeworfen, bringt mir leider auch nicht viel. Ja, hier im Hintergrund, ich hoffe, man hört es nicht in der Aufnahme. Kommt mal wieder die Feuerwehr oder die Bullen oder irgendwas anderes, kommen sie da. Ja, schön mit der Semtex wieder weggeholt, das kommt übrigens öfters vor in diesem Gameplay. Ja, die PC-Community, die finden immer einen Grund für irgendeinen Bann oder für irgendeinen Hack oder für irgendwas anderes. Zum Beispiel, sie stehen genau vor dir und du killst sie dann so irgendwie mit einem Headshot, ja, und dann heißt es Hacker. Ja, ist ja völlig normal. Deswegen würde ich auch am liebsten auf Konsole wechseln, weil da gibt es halt so eine Probleme nicht. Ja, da gibt es keine Hacker, gibt es nicht so eine Probleme. Ist eine geile Community. Also ob PS3 oder Xbox, ist eigentlich scheißegal, eins von beiden. Keine Ahnung, was ich da vorhatte, irgendeine Mission, die ich dann nicht geschafft habe anscheinend. Ja, ich glaube, einmal werde ich noch sterben oder so. Dann müsste das Kommentar auch schon wieder vorbei sein. Bin mir ja gerade nicht so sicher. Ich sollte mir das echt mal aufschreiben und dann noch die Stoppuhr dabei am Laufen lassen, dann wüsste ich auch Bescheid. Ich weiß, wie lange dieses Kommentar geht, 8 Minuten 17. Habe allerdings keine Uhr angemacht, also ja, Ninja Stelle 2. Deswegen... Ja, der Typ schluckt auch keine Ahnung was. Auf jeden Fall zu viel davon. Ja. Der Kev am Chillen, wenn ich gleich noch Need for Speed aufnehme. Ich glaube, dann zockt er erstmal eine Runde. Doppeltes EP-Wochenende ausnutzen. Ja, meine Freunde. Activision hat sich dafür mal wieder entschieden. Und auf Steam gibt es jetzt auch irgendwie ein kostenloses MW3 Weekend oder so. Muss man, glaube ich, ab Montag dann wieder regulär bezahlen, wie es halt ist. Was sich, ja, Full Flash, was sich eigentlich gar nicht mehr lohnt, weil die Community einfach nur für den Arsch ist und das macht dann eigentlich nicht so wirklich Spaß. Ich sag mal, Community ist nicht alles, aber na egal, mehr davon im nächsten Kommentar. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von, ja, Need for Speed MW3, wie ihr lustig seid. Hier nochmal ein schöner Noob Last Kill, oder was heißt Noob? Mehr Glück als alles andere, ne? Ihr wisst doch, was ich meine. Und naja, tschüssen.